Ja, hallo, willkommen zurück hier zu Fallout 4. So, ich habe jetzt ein bisschen mein Inventar aufgeräumt und noch ein bisschen an den Waffen rumgeschraubt. Hatte mir hier für die schnelle Automatikpistole noch einen etwas besseren Lauf, glaube ich, dazu gebaut. Ja, und kurz, was hat das irgendwie gefallen? Der fand das immer toll. Und so, wir gucken jetzt mal, wo unser Herr Preston ist. Und er erzählen ihm die frohe Kunde, dass wir jetzt neue Siedler gewonnen haben. Ich will nur ein bisschen handeln. Oh, du willst handeln? Hey, ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Was für Probleme? Was für Probleme? Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Oh, um die sollten wir uns auf jeden Fall kümmern. Wie viele Raider waren es? Zu viele für uns. Aber ich wette, für dich werden sie kein Problem sein. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. Na, ob das so einfach wird? Wir werden es auf jeden Fall probieren. So, aber wir müssen erstmal mit Preston reden. Hi, Preston. Hi. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Ja, Level up. So. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Wir gucken mal, was wir aktualisieren. Ich würde sagen, wir kümmern uns vielleicht ein bisschen mehr um ja, Rang 2 Mods für Rüstung oder wir machen Rang 2 Mods für Waffen, glaube ich. Was brauchen wir denn? Ach, Level 13 brauchen wir auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen hin. Obwohl, das ist nur noch ein Level. Bonusschaden. Brauchen wir Glück? Ja, wir könnten Glück ein bisschen steigern. Oder wir machen Forward DS nochmal hoch. Genau. Gut. So, und wir gucken mal auf der Karte. Mir fällt gerade ein, wir sollten ja dort hinten bei unserer neuen Kinderkrippe, sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen für Schutz sorgen. Ne? Das machen wir dann im Anschluss. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Wir gehen erstmal gucken, wie wir die Überfälle hier stoppen können. Und gucken mal, was die Karte sagt. Wo die herkommen, die Überfälle. Hier. Gar nicht so weit weg. Walden Pond. Das heißt, wir werden uns vom Diner aus mal dorthin begeben. Was? Ja, schon wieder. Legen wir los. Oh nein. Mom! Wo seid ihr? Weitergehen! Ach, da unten. Ich glaube, das war so nicht geplant. Was gefunden? Hier ist auch schon einiges. Sackkapuze mit Schläuchen. Mann, das wird ja langsam hier richtig zu einem Friedhof. So. Das heißt, wir sollten uns in all diesen Fällen vielleicht langsam aber sicher mal um Verteidigungsmöglichkeiten kümmern. Na, muss ich mal gucken, ob ich das. Vielleicht machen wir das mal so ein bisschen teilweise hier im Let's Play, aber sagen wir mal so, die Ressourcen sammeln wir sicherlich offscreen.
So. Das war's schon? So geil mit dem Chamäleon-Effekt. Super, echt super. So. Können wir mal ein bisschen die Schrotflinte vorbereiten. Hier ist unser... Ne, hier war unsere Entfernungswaffe. Die werden wir sicherlich gut gebrauchen können. Wenn es soweit ist. Bis dahin nehmen wir erstmal unsere Automatikpistole. So. Achso, okay. Mhm. Ach ja, was ich gerade vergessen habe. Ich habe ja ein bisschen offscreen aufgenommen vorher. Offscreen gespielt und da gab es einen, ja, ein radioaktives Gewitter oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall konnte man sich nicht frei bewegen. Man lief immer Gefahr, verstrahlt zu werden. Tja, ist die Frage. Ist es das oder nicht? Wahrscheinlich nicht, nee. Irgendwo wird hier geschossen, aber soll uns erstmal nicht weiter kümmern. Walden Pond ist also der See hier, alles klar. Ja, die Frage ist, wo verstecken sich die guten Leute? Wahrscheinlich dort oben. Ach, da unten vielleicht? Vielleicht in der Kanalisation? Hm, da wird uns natürlich das Scharfschützengewehr nicht viel nützen. Eventuell brauchen wir hier auch noch was gegen die Strahlung, so, ne, würde ich sagen. Uiuiui. Ich würde sagen, wir nehmen mal unsere Automatikkanone wieder. Oh, wir können hier drin eigentlich auch die Schrotflinte benutzen. Naja, mal gucken. Gott, du bist cool, ey. Ah, schön. So. Oh, was ist das da vorne? Er hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Deshalb nannten sie ihn gründlich. Oh, was hat er erfunden? Den Transzendentalismus, Dummkopf. Hört sich an wie ein Idiot. Woher zum Geier weißt du das? Ich habe mal ein Buch gelesen, als ich die Grockner-Comics durch hatte. Ich wünschte, ich könnte lesen. Ja. Wer ist da? Kommt mal her. Werd ihr gleich sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr laut. Das war der erste. Was ist das denn hier? Da ist auf jeden Fall. So, wir gehen erstmal hier hin. Eindrucksvolle Befestigungen. Oh ja. Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Naja, sagen wir mal so kurz. Es könnte auf jeden Fall ein Nachteil werden.
Oh oh. Ja, ich raus natürlich wieder in die einzige. Du siehst mich nicht, wa? Nee. Noch alle angeben. Was? Na, guck mal hier. Guck's dir mal genauer an. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ach, die ganze Aufregung wegen nichts. Wow. Ah, zweifacher Schaden gleich. Das ist cool. So, hier scheint ja jetzt erstmal keiner weiter zu sein. Das heißt, wir gucken uns in Ruhe weiter um. Das mit dem Chamäleon-Effekt ist, ist der Wahnsinn. Das Schloss kriege ich nicht auf. Na, mal gucken, vielleicht finden wir dafür einen Schlüssel. Eine Aluminiumdose, die nehmen wir mit. Und eine Blechdose auch. Jetzt wird gehamstert, Cosmos. So sieht's nämlich mal aus. Und Schraubenschlüssel, Blechdose, nehmen wir alles mit. Naja, Benzinkanister eher nicht. So, was haben wir hier? Schlüssel des Souvenirgeschäfts haben wir es doch. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die Sachen. Oxo Putzmittel. Okay, Schleichen brauchen wir nicht mehr. Aschenbecher. Schrotpatrone. Schrotflinte können wir auseinandernehmen. Schraubenschlüssel. Wunderkleber. Nett. Big Jim. Boah, das ist cool. Grundkorn können wir auf jeden Fall unseren Stab ersetzen. Unseren Stock. Oh, schön, ein bisschen Munition, eine Glühbirne, Blechdose, ein Bergbauhelm. Irgendeine alte Zeitung. Eine Voltec Lunchbox. Chirurgen-Skalpell, Messinglaterne, das sind alles gute Sachen. Jet. Bierflasche brauchen wir nicht. Ein paar Dosen nehmen wir noch mit. Die wiegen ja hoffentlich nicht so viel. Besen lassen wir. Molotow-Cocktail. Jawohl. Mit dem müssen wir sowieso noch viel mehr arbeiten. Aber bis jetzt muss ich sagen, mit dem Scharfschützengewehr und so weiter, das hat sich wirklich gelohnt. Ah, ja. Golduhr, Impuls, mit Kleber und Kronkorn. Wow. Alles super Sachen. Ölkanister, was haben wir hier? Jet. Schmutziges Wasser, nee, brauchen wir nicht. Hm. Okay, das war das Putzmittel. So, und dann war ja hier noch einiges. Schraubenzieher, nochmal Bourbon, Hundefutter. Brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Ausgezeichnet. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Wow. Sehr cool. Jetzt habe ich mir das Bild gar nicht so genau angeguckt. Das machen wir gleich nochmal. Ein Spielzeugauto. Gutes Steak brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein Jagdgewehr, Kronkorken. Ja, nehmen wir mit. Die nehmen wir dann auseinander, die da haben. Blechdose. Kochplatte brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Und gucken Stimpack. Stimpack. Und nochmal ein Stimpack. Ja, super. Gut. Na denn. Auf zu neuen Abenteuern. Den hatten wir ausgeräumt. Gut. Jetzt müsste der Schlüssel ja hier auch passen. Okay. Na, bin ich auch mal gespannt, was es da für Souvenirs zu kaufen gibt. Ah, das Commonwealth.
danach den anderen. Kaffeetasse. Aluminiumdose, sehr gut. Dicker Globus, weiß gar nicht, was der uns bringt. Wir nehmen mit, weil er so schön ist. Oh, eine provisorische Bombe, die wir entschärft haben. Ich möchte gar nicht wissen, wie wir die hätten auslösen können. So. Das wär's. Haarklammer. Und ein schönes cremefarbenes Kleid. Na klar, das kommt in unsere Kleidersammlung. Achso, das hatte ich übrigens angelegt. Ich hatte jetzt eine kleine Kleidersammlung angelegt. Nichts Großes, also ich habe einfach alles in den Werkzeugkoffer geschmissen. Aber dort können wir die Sachen erstmal sammeln, bis wir eine bessere Verwendung dafür finden. Jetzt ist noch die Frage, ob wir uns hier... Da war die nächste. Okay. Ob wir uns hier irgendwo ausruhen können. Ja, Zahnpasta ist natürlich sehr wichtig hier, also das, wer will schon in dieser Zeit zum Zahnarzt gehen? Okay, hier ist schon mal leider nichts mehr. Oh, ein Stuhl, da können wir uns zumindest in der Nacht... Naja, da hat wahrscheinlich keiner mitgerechnet. So, dann warten wir mal bis zum Morgengrauen. Obwohl, so lange müssen wir vielleicht gar nicht warten. Die 2 Stunden sparen wir uns. Und kehren zurück nach Sanctuary. Dann müsste es ja langsam hell werden. Genau. Und wir reden nochmal mit Preston. Nachdem... Ah ne, nicht Preston. War das Preston? Nee, das war noch nicht Preston. Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Ja. Ich habe mich um euer Raider-Problem gekümmert. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Gut. So, gehen wir erstmal nochmal schnell zu unserem Werkzeug, Werkstätten und so weiter. Und transferieren wieder allen Schrott und zerlegen wieder ein bisschen. Und zwar die Schrotflinte, genau. Das Jagdgewehr. Bajonett. Schon nicht schlecht, das Ding. Genau. Und jetzt können wir den Schlagstock können wir eigentlich jetzt verwerten. Was können wir hier machen? Wir können mit einem Haken können wir das Ding versehen. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Sünds. Kostet mich echt gesagt. Ausspionieren wollen. Das ist schon krass. Ja, wir lassen das noch. Wir sammeln erstmal ein bisschen Klebstoff. So, und dann schmeiße ich mal die Klamotten noch in unsere Kiste. So, und dann, ich glaube, sortiere ich erstmal nach Gewicht. Ne, nicht Wert, sondern Gewicht. Bergbauhelm. Der kann auf jeden Fall da rein, obwohl der nicht schlecht ist. Aber wir lagern den ein. Die Gasmaskenbrille behalten wir, wie gesagt. Die alten Lumpen behalten wir. Na, die Gasmaske schmeißen wir weg. Wir behalten lieber die alten Lumpen. Das Kleid packen wir rein. Und ja, so sind wir einigermaßen befreit vom Gewicht. Und wir schauen uns nach einem neuen Auftrag um. Und zwar die Finch Farm, genau. Und dazu begeben wir uns genau
hier hin zur Kindergrippe und können da nochmal gucken, was die konkret brauchen. Und die hatten, soweit ich mich erinnere, ein Schutzbedürfnis und brauchten da einige Materialien, die ich jetzt nicht hier habe, aber die wir relativ leicht besorgen können. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du da mal hin. Hallo. Alles von Robotern betrieben. Grey Garden, okay. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung. Entschuldigung? Ah, die Karawanenwache, okay. Die haben jetzt mit den Siedlern selber gar nichts zu tun, ne? Gut. Na, dann gucken wir mal. Schutz 0. So, für Schutz brauchen wir... Geschütztürme oder Fallen? Geschütztürme. Da brauchen wir Schaltkreise, Zahnräder und Öl. Schaltkreise, Zahnrad und Öl. Ja. Dann werden wir die wohl mal besorgen müssen. Und das machen wir... Da gehen wir wieder zu unserem Diner. Na, kurz was? Ah, schon wieder. Findet sie. Meine Güte. Ich glaube dieses Mal nicht. Ach so, na gut. Bin getroffen. Ausfall. Ach nee, oder? Nein, ich hab den falschen angegriffen. Trudy war mal. Nee, Leute. Da muss ich nochmal laden. Das war jetzt, glaube ich. Oder wisst ihr was? Es ist leider so. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe aus Versehen den falschen erschossen. Na gut. Ist die Frage. Können wir noch irgendwo handeln? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Ja, das war ja ein Schuss in den Ofen. Das wird uns hoffentlich nicht allzu viele Möglichkeiten kosten in der Zukunft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich befürchte aber ja. Na, mal gucken. Gibt es hier eigentlich irgendwo ein Bett? Ah, wir können uns hinsetzen. Das ist ja schon mal etwas. So. Na, wenigstens ist es nicht mehr allzu lang bis zum Sonnenaufgang. Dann können wir erstmal ein bisschen trauern um Trudy und Patrick. Ja, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Mich schon gewundert, wieso der einen Namen hat. Aber naja, man ist dann einmal so im Eifer des Gefechts. Ja, das ist Friendly Fire, Killed by Friendly Fire. War das nicht so? Das war doch die häufigste Todesursache für US-Soldaten im Irakkrieg. So. Es ist so geil mit dem Chameleon-Effekt. Die Frage ist, ob wir das noch irgendwie verbessern können. Wäre natürlich klasse. So, was haben wir hier vorne? Nicht identifizierter Eindringling. Uiuiui.
Alter Schwede. Cotsworth ist wohl. Der Bereich ist sauber. Setze Suchprotokoll fort. Scanner. Alter Schwede. Musik. Bisschen schweres Geschütz aufhören. Aber bevor ich das mache, muss ich erstmal was essen. Eichhörnchen am Stiel, genau. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nichts zu befürchten. So, ganz langsam. Was ist er denn? Bereich sicher. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Hat den Kurzbus jetzt schon erledigt? Fehlalarm, Kampfbereitschaft. Einstellen. Ja, mach mal lieber. Hier unten wird noch irgendwo einer sein. Ja, kurz wird's, ey. Da haben wir uns ja hier was eingebockt. Alles sauber. Alles sauber? Frage ist, wo bist du? Bist du? Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Da scheint was zu sein. Hallo, Lust auf eine kleine Feierei? Ah, falsche Taste. Na, das hat ja viel gebracht. Alter Schwede. Naja, wenigstens gute Ressourcen. Lass mal rausfinden, wo der überhaupt ist, ja. Wahnsinn. Blutsack? Das sei knackig sicher nicht. Okay, das Terminal kriegen wir schon mal nicht. So einfach. Vielleicht hätte es auch eine Möglichkeit gegeben, den irgendwie zu manipulieren. Geschlossen. Hm. Okay, aber das haben wir uns jetzt eh verbaut. Wow, alles tolle Sachen. Die Frage ist, was ist das hier überhaupt? Ah, ein Landeplatz. Alles klar. Spannend, spannend. Gut, dann weiter. So. Okay. Ja, komm mal mit. So ruhig hier. Ist beinahe ein bisschen idyllisch jetzt mit der Musik. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Sieht hier irgendwas nach Mine aus? Nee. Oh, wir sehen schon unten. Sind nicht mehr viele Meter.
Wir hören schon was. Eieiei. Das ist garantiert der Kampf um die Farm.